So, grüßt euch miteinander und willkommen zu einem neuen oder zu einem weiteren Aroma-Test-Video. Wir testen wieder zwei Aroma. Einmal haben wir Honigmelone und einmal haben wir Dreckenblatt. So, die zwei. Dreckenblatt und Honigmelone. Dann würde ich sagen, wir fangen dann gleich mit der Honigmelone an. Zum Testen nehmen wir heute mal wieder die Wismec. Wismec Relux Relö Gen 3 mit dem Mesh RDA von Wendivape und das Ganze auf 100 Watt. Ja, dann lernen wir mal Honigmelone rein. Dann gucken wir mal. Schmeckt angenehm. Ob es jetzt nach Honigmelone schmeckt oder nicht, kann ich jetzt so gar nicht beurteilen. Hat eigentlich relativ wenig von Melone irgendwie, aber die Honigmelone selber ist, glaube ich, auch ein bisschen fad, sage ich einfach mal. Also nicht so extrem vom Geschmack her. Melone allgemein ist jetzt nicht so extrem vom Geschmack. Und so ist das dann auch. Also man kann es gut dämpfen, es ist jetzt nicht zu aufdringlich, auch nicht zu süß. Aber auch nicht künstlich, und das find ich jetzt immer Aroma eigentlich wichtig. Ich mag so den künstlichen Geschmack, mag ich überhaupt keinen. Also, da die Sage, Honigmelone kann man auf jeden Fall gut dämpfen. Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten über. Das ist das Dreckenblatt. Das ist von Ricardo und das ist von, ja, bei Dreckenblatt. Das muss jetzt etwas fruchtiger sein auf jeden Fall. Kreuz und Bär, glaube alle Früchte durcheinander gemischt. Ja. Kreuz und Bär, alle Früchte durcheinander gemischt. Ich kann euch gar nicht sagen, was da alles drin ist. Also auf jeden Fall extrem fruchtig. Aber jetzt auch halt irgendwie übertrieben süß oder so, also auch nicht künstlich. Also man kann es gut rauchen, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgeschmack. Aber ja, schmeckt gut. Also, das war halt zwei Aroma. Einmal von Ricardo Dreckenblatt und einmal von Ricardo Honigmelone. Beide sind sehr nicht schlecht, aber beide sind von mir jetzt keine Alltag Liquids. Aber man kann sie auf jeden Fall gut dämpfen, sind beide nicht künstlich, sind beide sehr angenehm. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.